Hallo und willkommen zu Collection Treasures, wo ich euch ein Highlight, ein besonderes Stück aus meiner Sammlung vorstelle und eben ein echtes Schmuckstück daran ist. Hier seht ihr die Box von The Last Ninja 2 für den Commodore C64 auf Kassette. Ihr seht es hier oben. Ein wunderbares Spiel, was ich ja in meiner Kindheit viel gespielt habe. Es wurde entwickelt von System 3, einem britischen Entwicklerstudio. Hier haben wir auch die britische Box. Das Spiel erschien 1988, ein Jahr nach dem ersten Teil. Also richtig schön. Und ihr seht die Stadt New York dort, denn unsere Reise geht von dem fernöstlichen Schwunenland direkt in die Zukunft und in New York. Das macht das Spiel eben halt ganz besonders. So lassen ihn ja eben halt auch sehr, sehr brillant. Ja, hier seht ihr auch noch die Twin Towers, die ja jetzt nicht mehr existieren. Aber zu dem Zeitpunkt 1988 waren die eben halt noch ja, ein Markenzeichen von dem Big Apple, von New York. So, schauen wir uns diese Box einmal ganz genau an. Also wie gesagt, dieses wunderbare Cover. Darauf eben halt The Last Ninja 2, ein anderer Titel als oder ein bisschen neues Logo gegenüber dem ersten Teil. Aber auch wunderbar, diese 2, hier leider ein bisschen abgenutzt ist auf dem Cover, die ist aber auf, in silbriger Farbe gehalten, also richtig wie raufgemalt. Sieht richtig mega stark aus und diese Augen, das war ja schon das Markenzeichen von The Last Ninja 1, kommen nicht ganz so cool rüber wie vom ersten Teil, aber es passt perfekt. Einfach wunderbar, ja eben wie die Augen durch seine ja, Maske sozusagen, die tragen ja auch immer so eine Art Strumpfmaske, würde man sagen, eine Kapuze, wo sie so durchschauen würden. Grimmig, gefährlich. Ja. Back with a Vengeance, also zurück mit ein wenig Rache oder mit Rache. Ja. Das ist der Titel. So, dann schauen wir uns das einmal an. Auch auf der Rückseite, also hier könnt ihr sehen, hier auch nochmal der Titel an der Seite mit dem Logo der System 3 Spieleschmiede und das wiederholt sich, hier leider ein Cut drauf, aber das ist halt so manchmal, wenn man eine ältere Box hat, eben halt auch hier mit dem Titel. So, schauen wir uns die Rückseite an und hier könnt ihr sehen, es ist eine, wie gesagt, eine britische Box, ihr könnt unten eben halt ein paar Screenshots sehen, dann schon eine kleine ja, ein Scancode, das war damals noch relativ neu, es gab noch nicht jedes Spiel den Scancode. Dann haben wir eben halt einen Titel eben halt oder eine Beschreibung des Spiels und dann steht Avengers 3D Map, also Rächer, Avengers heißt ja auch Rächer, Rächer 3D Map, also Karte und Rächer Handbuch. Es gibt noch eine zweite Version von dem Spiel mit zwei Bonussachen, mit den Chirurgen aus Plastik oder Gummi und einer ja, Maske, einer Ninja-Maske als Special. Die ist auch sehr, sehr wertvoll in der Sammlung, die habe ich jetzt nicht. Aber dann würde es dort unten draufstehen, denn das hier ist ein Aufkleber sozusagen. Dieses Feld ist dafür gedacht, dass man eben halt variiert. So, wollen wir uns mal diesen Text, diesen auf durchlesen. So. Once beaten but not destroyed, the evil Shogun Kunitoki used all his magic powers to transport himself through time and established a new empire of tyranny in modern days in Manhattan. Ja, zwar geschlagen, aber nicht zerstört, hat der böse Shogun Kunitoki all seine mystischen Kräfte aufgebracht und sich selbst in die Zukunft transportiert, inmitten des modernen Manhattan hatte ein neues Empire, also ein neues Imperium der Tyrannei erschaffen. Also frei übersetzt. In fear of Kunitoki's growing powers, the Arcade Gods used all the wisdom to bring you, the last ninja, across abyss of time and confront your arch enemy once more. In der Angst, dass Kunitokis Kräfte weiter wachsen, haben die Götter beschlossen, in all ihrer Weisheit, dass sie dich, den ja, Erzfeind, den letzten Ninja, durch die Zeit schicken müssen und ja, dich erneut gegen den Bösen ja, zu stellen.
You arrive in this frightening and wasteful modern world, bringing nothing with you to save your intelligence, skills and cunnings, and a burning desire for vengeance. Ja. Du kommst in einer für dich unbekannten und furchteinflößenden modernen Welt an, nichts, was du ohne irgendwelche Zubehör oder ohne irgendwelche Sachen, und du musst deine ganze Intelligenz und Können und aufbringen, um deine Rache durchzuführen. Will this the final battle? Can you vanquish Kunitoki once and for all? Wird das der finale Kampf sein? Kannst du Kunitoki ein für alle Mal vernichten, besiegen und verschwinden lassen? To help you complete your quest, we give you free. Ja. Um dir zu helfen, dass du dein Quest, dein Abenteuer, deine Aufgabe abschließen kannst, geben wir dir eben halt, und das steht dann auf dem Aufkleber, eben halt die 3D-Map und das Avengers-Handbuch, also das Rächer-Handbuch. So, das brauchen wir dazu. Auch sehr, sehr interessant, wie sie es so aufgebaut haben. Ich kann nicht sagen, ob es eine deutsche Box hier gab, einen deutschen Titel, denn ich habe die nie wirklich gesehen. Keiner meiner Freunde hatte eine Originalbox. Ich habe mir sogar eine Sicherheitskopie auf dem C64 gehabt, aber auf Diskette. Hier ist jetzt die Kassettenversion. Die Box ist aber sonst identisch. Es würde hier jetzt nur Diskette stehen, denn das ist auch ein Aufkleber. So, schauen wir uns an, wie es drinnen aussieht. Ganz kurz. So, hier haben wir das Avengers Handbuch. Und die Map. Das schauen wir uns gleich an. Nehme ich kurz zur Seite. So, und ihr seht jetzt hier auch Platz für zwei Kassetten. Und hier könnt ihr eine Diskette drauflegen. Das heißt, das Inlay wäre komplett identisch. Das Spiel ist jetzt nur auf einer Diskette oder Kassette. Das ist wie gesagt Datasette. Und ihr könnt hier sehen, The Last Ninja 2. Da ist das Logo drauf, C64. Das ist jetzt nicht zurückgespult, wie ich gerade sehe. Müsste ich nochmal machen. Ja, auch hier das Logo. Könnte auf beiden Seiten sein. Ich habe das Spiel, das heißt, man lädt es über die Datasette. 1988 ist das Spiel sozusagen veröffentlicht worden. Ja, richtig schön. Also auch richtig schöner Zustand. Wie gesagt, Diskette ist jetzt nicht dabei. Und ihr seht, hier ist auch etwas größer, denn hier könnte jetzt auch die Amstrad-Diskette drauf liegen. Also für alle Systeme wurden so ein Inlays gemacht. Das erleichtert natürlich das Ganze. So, dann schauen wir uns einfach mal an. Fangen wir an mit dem Handbuch, dem Avengers Handbuch. Auch seht ihr Titel oben, Last Ninja und Back of Vengeance und Avengers Handbuch oder Handbook. So, dann blättern wir mal rein und das ist eben halt, hier sehen wir auch so eine Information eben halt von den Entwicklern so ein bisschen. Das Spiel hat sich millionenfach mal übrigens verkauft. Das ist ein richtiger Hit. Hier so ein Type Matsch, ein Monster. Und ein Krokodil, ein Shogun. Es wird erzählt sozusagen die gesamte Geschichte, wie ihr von Darwin erzählt. Im Englischen aber. So ein bisschen Geschichte sehe ich gerade. Ein bisschen mit Dialogen, auch richtig schön gemacht. Und dann fängt es an schon mit Loading Instructions. Wie lade ich das Spiel? Wie starte ich das denn? Auf dem C64 ist es ein bisschen anders gewesen als auf einer neuen Konsole wie PlayStation. Da musste man wirklich teilweise Befehle erstmal eingeben, dass das Spiel geladen wird. So, das wird hier alles erklärt. Ne? Multiload Instructions, wie es weitergeht sozusagen, wenn nachgeladen wird. Hier haben wir dann die Informationen, wie die das Keyboard, also die Tasten auf der Tastatur, wie die eingesetzt sind. Hier aber natürlich für alle Systeme zusammen. Hier haben wir jetzt für Commodore-Benutzer und für das Spectrum und den Amstrad-Computer. Ja, so ist es eben halt. Immer so mit kleinen Bildern versehen. Dann eben halt, wie man sich bewegt, auch entsprechend den Systemen angepasst. Sehen wir auch eben halt verschiedenen Erklärungen. Und wie wir kämpfen, auch was es bedeutet, wenn man jetzt Nunchakus, das Schwert oder den Stab hat. So, dann auch was es für verschiedene Funktionen es gibt, was man mitnehmen kann, was sie bewirken. Ne, Hamburger gibt, wenn man die konnten Hamburger aufsammeln, das ist zum Beispiel Lebensenergie.
auch wenn das Spiel eine gewisse Schwierigkeitsgrad hat, der ein bisschen anders ist. So, hier seht ihr, das war es dann auch schon. Hier wird nochmal eben halt gezeigt, eben halt, dass es 6 Level gab und dann endet das auch und dann beginnt die gleiche Sache im Handbuch nochmal in einer anderen Sprache. Das sieht ein bisschen nach Französisch aus. Dann guck einfach mal weiter, welche Sprache kommt dann noch. Das sieht auch noch so aus. Und ja, hier kommt, da kommt gleich, sehe ich gerade, hier haben wir sogar Deutsch. Wir haben sogar die deutsche Sprache hier. So, und hier steht sogar, es dürfte nicht allzu oft vorkommen, dass ein Softwarehaus einen solchen Sturm der Begeisterung auslöst wie System 3 Software mit dem preisgekrönten Spiel The Last Ninja. Ja, da muss man eins sagen, das Spiel wurde bei den Spielern geliebt wegen der besonderen Grafik. Wegen der etwas ungewöhnlichen Steuerung haben gerade die Spielezeitschriften, ja, das Spiel verflucht. So, und hier steht dann jetzt noch weiter, dieser Software-Hit, der von Rezensenten und Spielefreaks in der ganzen Welt begeistert aufgenommen wurde, schlug wie ein Blitz in die elektronische Unterhaltungsindustrie und setzte neue Maßstäbe. System 3 hat sich Entwickler von innovativer und faszinierender Software einen hervorragenden Namen gemacht. Kein Wunder, wir sorgen durch fantasievolle und kreative Spielehandlung für langanhaltende Motivation und Spannung für optimale Spieler-Computer-Interaktion. Nachdem wir über 8000 Arbeitsstunden in die Planung und Entwicklung gesteckt haben, freuen wir uns, Ihnen nun Last Ninja 2 vorzulegen. Wiederum vom gleichen Team, das auch für das legendäre Spiel The Last Ninja verantwortlich zeigte. Last Ninja 2 ist das zweite Spiel in unserer interaktiven Action-Fantasy-Reihe. Seine besonderen Merkmale sind adventure-artige Rätsel, dynamische Bildschirm-Action und ein hohes Ausmaß an Spielerkontrolle. Da wir stets bestrebt sind, Anregungen und Wünsche unserer Kunden im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Produktqualität zu berücksichtigen, haben wir auch hier eine Reihe von Vorschlägen mit eingebaut. So zum Beispiel das Spielen gegen die Uhr und die Möglichkeit, die eigene Leistung im Vergleich zu sehen. Für höchsten Spielegenuss empfehlen wir die sogenannte Lektüre der Anleitung und der Hintergrundgeschichte. Sie haben es hier nicht mit einem simplen Action-Game zu tun. Wir hoffen, Sie sind von unserem neuesten Spiel begeistert und freuen uns, Sie auch in Zukunft mit unserer Unterhaltungssoftware zu verwöhnen. Mann, und wieder, wann kriegt man solche Texte noch in, ja, gefasst? So, und hier haben wir dann die Geschichte. Ich werde die jetzt nicht lesen. Oder, und hier haben wir dann auch nochmal die Ladeanweisungen. Dann auch, wie Sie mal, die ganze Tastaturbefehle. Dann haben wir hier weiter eben halt, ja, überhaupt das Ganze ist recht umfangreich für die damalige Zeit. Dann die Tastatursteuerung, die Bewegungen, spezielle Bewegungen, die Kampfbewegungen und eben halt allgemeine Hinweise. So, hier haben wir jetzt Hinweise und Andeutungen. Es folgen einige Hinweise im Zusammenhang mit bestimmten Objekten und Hindernissen, deren Sie im Verlauf des Abenteuers begegnen werden. Sie werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie geladen werden, die nicht notwendigerweise übereinstimmt mit der Reihenfolge, in der sie sich finden. Wir wollen auch nicht verschweigen, dass wir Ihnen im Sinne der Adventure-Tradition nicht alles verraten werden. So, und dann steht hier weiter, was eben halt manches bedeutet. Ja, so ein bisschen Chiroken. Um zu den Sternen zu gelangen, muss klug geboxt werden. So ein paar Tipps, wo das ist. Eben halt, ne, so ein bisschen die Informationen dazu. Ja, so ein paar Tipps. Dann haben wir hier noch über die Level Informationen, sie sammeln gerade, ne? Dann, ne? Load One ist eben Central Park. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Erstürmung unerreichter Höhen und anschließender Vergnügungsfahrt auf dem Fluss. Da sind ein paar Hinweise, wie wir laufen müssen. Ja, und wie gesagt, hier ist dann die ganze Geschichte über die Ninjas und so weiter. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das sprengt jetzt den Rahmen dieses Videos. Auf jeden Fall, sowas würde heutzutage nicht mehr im Handbuch stehen, sondern wir würden das in Animationen oder in allen Dialogen gezeigt bekommen. Diese Art Geschichte wurde in Last Ninja 3 in der Nachfolger eben halt dann schon, ja, auch gezeigt. So, jetzt habe ich noch die Karte. Es gab da ja noch diese Adventures 3D Map. Und ihr seht hier, in Rot gehalten haben wir schon die Motive, die sich immer wiederholen, die auch schon im Handbuch zu sehen waren. Und jetzt haben wir hier
eine Map, also oben nochmal hier Last Ninja 2, schön ein bisschen in rot-grau gehalten. Und dann haben wir hier eine Karte von Manhattan. Und ihr seht, wir fangen hier im Central Park an. Und es zieht sich sozusagen hoch. Ne? Hier ist der Central Park, wo wir kämpfen. Dann haben wir hier die Straßen, die wir machen. Das ist jetzt spielmäßig, ist das gar nicht zu sehen. Das ist ja einfach nur eine Map, so eine grobe Information. Dann gehen wir hier halt durch den Untergrund, gehen wir dann durch die Kanalisation. Dann haben wir eben halt so eine Art Fabrikgebäude, weil es ist Verbrecherorganisation, da stellt ja irgendwelche böse Sachen her. Wir laufen durch ein Bürogebäude. Wir haben sogar noch ein Schloss, was wir bekämpfen. Hier haben wir auch noch Untergrund, hier mit dem Alligator zu bekämpfen. Wir haben den Shogun, der ganz oben in seinem Hochhaus ist. Wir haben auch noch eine Burg zu erkunden. Also richtig klasse, diese Map. Ja. Das ist bei The Last Ninja 2 dabei. So, und während der Spielszenen lese ich euch die Geschichte von Last Ninja 2 aus dem Handbuch vor. Die Ninjas waren auch als die mystischen Kämpfer des Schattens bekannt, waren die Elite-Kämpfer des feudalen Japans des 9. Jahrhunderts. Als Meister der Körperbeherrschung und der Kriegskünste waren sie unerreicht in vielen Dingen. Dem perfekten Umgang mit Waffen, dem lautlosen Umbringen von Feinden. Sie zeichnen sich aus durch übermenschliche Ausdauer, sogar die Gabe des sich Unsichtbarmachens wurde ihnen nachgesagt. Und man schrieb ihnen übernatürliche Kräfte zu. Ein wirklicher Meister der Kunst des Ninjutsus wusste die Bewegungen und auch die Gedanken seines Gegners vorherzusagen. Nichts blieb ihm verborgen. Um diesen hohen Grad an Perfektion zu erreichen, mussten sich die Kandidaten einem jahrelangen harten Training unterziehen. Der richtige Einsatz der gelernten Fertigkeiten erforderte List, Geschick und vollkommene geistige Kontrolle. Die Schüler gaben ihr Äußerstes, um sich dem Zustand der Perfektion und damit ihrem Gott zu nähern. Die Kriegskünste bildeten den ehrenvollsten Weg zu der angestrebten Höhe. Doch leider gab es auch Ninjas, die ihre außergewöhnlichen Kräfte für böse Zwecke missbrauchten. Sie fielen in Ungnade und wurden im 12. Jahrhundert fast bis auf den letzten Mann ausgerottet. Mittlerweile sind sie jedoch zu neuer Macht erstarkt und sinnen auf Rache. Der Kampf gegen den bösen Shogun Konitoki hatte unzählige Opfer gefordert. Armer Kuni, der neue Meister des Ninjutsus, dem es gelungen war, die Herrschaft über die Insel Lin Fen wieder an sich zu reißen, litt viele Monate lang unter schlimmster Melancholie. Zweifellos eine Folge davon, dass er als Zeuge das Gemetzel unter seinen Kampfgenossen hatte mit ansehen müssen. Immer und immer wieder schwebte ihm im Geiste sein Kampf gegen Konitoki vor. Und immer wieder kam er zu dem gleichen Schluss, dies war nicht das Ende des Krieges, nur das Ende einer Schlacht. Mehr als ein Jahr verbrachte armer Kuni in tiefer Apathie. Doch schließlich raffte er sich auf und nahm sich vor, die Lebensweise der Kämpfer des Schattens wieder in ihrem vormaligen Glanz erstrahlen zu lassen. Nunmehr im Besitz der Koga-Pergamentrollen fehlten Amakuni lediglich Jünger, die seinem Vorbild und den Lehren der alten Manuskripte folgen würden. Auf dem Festland verbreitete sich die Kunde, dass ein neuer Meister mit Hilfe der verschollenen Manuskripte die Verbreitung der alten Lehre aufnehmen würde. Und es begann sich Männer um ihn zu scharren, die Söhne der alten Elite-Kämpfer der Samurai. Allmählich nahm eine neue Ninja-Orden Gestalt an. Die Ausbildung war härter als je zuvor. Niemals mehr sollte es vorkommen, dass die Ninjas der List und Tücke eines Feindes unterlagen. Während einer Trainingsrunde des inneren Kreises der auserwählten Elite-Kämpfer überkam die ganze Gruppe ein seltsames Gefühl. Es war, als würde die Zeit stille stehen, als seien sie die einzigen Überlebenden in der ganzen Welt. Als Amakuni sich aus seiner meditierenden Haltung erhob, umhüllte ihn ein merkwürdiges pulsierendes Licht. Beunruhigt durch dieses mysteriöse Phänomen versuchten die Schüler, Amakuni zu Hilfe zu eilen. Doch sie waren erstarrt in ihrer Haltung und jeder Bewegung unfähig. Der Lichtschimmer um Amakuni wurde zunehmend intensiver und strahlte schließlich so hell, dass alle gezwungen waren, ihre Augen zu bedecken. Als der Glanz allmählich verblasste und verschwand, sprangen die Schüler aus ihrer sitzenden Position auf. Was war vorgefallen? Wo war ihr Meister? Was ist los? Rief Amakuni. Doch keiner hörte ihn. Es war, als sei er unsichtbar und in einem schalldichten Glaskasten. Weshalb kamen ihm seine Schüler nicht zu Hilfe? Weshalb befreiten sie ihn nicht? Weshalb fühlte er den Stachel der Gefahr, obwohl er in seinem Innersten so ruhig war wie der tiefste Meeresgrund? Was für ein Spiel spielten die Alten mit ihm? Seine Fragen blieben unbeantwortet, als er in eine tiefe Ohnmacht verfiel. Langsam tastet sich Amakuni durch die Dunkelheit seines tiefen Schlafes an einen Ort, wo er sich sicher fühlte. Als er sich zwang, seine Augenlider zu öffnen, wurde er durch einen Anblick überrascht, auf den ihn nichts hätte vorbereiten können.
Amakuni steht auf einem harten Holzboden. Er ist umgeben von kuriosen Objekten, die ihn irgendwie an Musikinstrumente erinnern. Den Hintergrund bildet ein Vorhang, der in der Mitte etwas geöffnet ist. Beim Versuch, seine Augen an diese Umgebung zu gewöhnen, beginnt sich sein Kopf zu drehen. Er sieht seltsame, gigantische Formen, die mit Spiegeln bedeckt sind und sich hoch zu den Toren des Himmels erstreckten. »Wo bin ich?« ruft Amakuni. Er versuchte, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten, all seinen Mut zusammenzunehmen und in dem Wahnsinn, der ihn umgibt, einen Sinn zu entdecken. Als er zu meditieren beginnt, durchfährt ihn ein einzigartiger, eiskalter Schauer. Zusammen mit der Gewissheit, dass eine Macht in der Nähe ist, eine Macht, derer er sich seit seiner Begegnung mit dem bösen Shogun Kunitoki nicht mehr bewusst gewesen war. Ist es möglich, dass er hier ist? Hat es ein grausames Schicksal gewollt, dass sich unsere Wege ein zweites Mal kreuzen? So denkt Amakuni und mit einem Mal wird ihm klar, dass ihre beiden Schicksale auf ewig miteinander verknüpft sein müssen. Unausweichlich. Und dass, wann immer böse Mächte über die Menschheit hereinzubrechen drohen, er, Amakuni, der auserkorene Retter sein wird. Amakunis unmittelbare Sorge gilt der Erforschung seiner Umgebung. Er muss irgendwelche Mittel finden, sich gegen die unbekannten Gefahren zu schützen, die auf ihn zukommen. Amakuni, der unvorbereitet aus seiner Zeit gerissen wurde, nimmt nichts mehr als den Kleidern, die er auf dem Leibe trägt, vertraut voll und ganz seinen Fähigkeiten. Und damit möge das Spiel nun beginnen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Collection Treasure Video. Ich freue mich über Likes, ein Abo und vor allem über Kommentare. Bis zum nächsten Mal.